Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen auf Jack's Paradigm. Ich erstelle regelmäßig Videos zu den verschiedensten Motiven, erkläre dir hilfreiche Techniken und mache Produktreviews rund ums Zeichnen. In diesem Video zeige ich, wie man mit dem iPad einer Vorlage ein Raster gibt und dieses Bild dann zeichnet. Das könnt ihr mit jedem Motiv machen, egal ob Auto, Landschaft oder wie in meinem Fall ein Tier. Wir arbeiten uns Schritt für Schritt an die fertige Skizze und im nächsten Video geht es dann an die Ausarbeitung der Details. Bleibt dran, damit ihr keinen Strich verpasst. Und nun geht es los. Viel Spaß! Die heutige Vorbereitung mache ich mit dem iPad, weil viele von euch vielleicht keinen Computer haben. Für Android gibt es auch eine passende App, die packe ich euch in die Beschreibung unterhalb des Videos. Wir holen unser iPad und gehen auf den App Store. Alle Programme, die ich verwende, findet ihr kostenlos im App Store oder bereits auf dem iPad. Ich habe eine Maus verbunden, damit ihr meinen Zeiger seht und so alles gut verfolgen könnt. Die Raster-App heißt Grid, also nicht das Rennspiel, sondern das grüne G hier unten. Diese App finde ich sehr gut und es gibt sie für das iPad, iPhone oder iPod Touch. Ich habe sie bereits heruntergeladen. Nun brauchen wir aber noch unser Motiv. Dieses Foto von einem Nashorn habe ich von Pixabay und bereits in die Fotos-App geladen. Der Bildschirmausschnitt passt mir aber noch nicht. Deshalb schneide ich alles vorderhalb vom Horn weg. So, und da ich mit Bleistift zeichne, stelle ich einen Filter auf Schwarz-Weiß und Mittel. Auf diese Vorlage möchte ich nur ein Raster bekommen und wechsle dazu wieder in die Grid-App. Bei dem Kamerasymbol holt ihr das Bild in die App. Dieses hat nun bereits ein Raster, aber ein sehr grobes. Links gibt es die Regler und daneben den Modus. Bei Modus können wir das Raster verschieben, das geht aber nur in der Pro-Version, das brauchen wir aber auch nicht. Wir klicken auf die Regler und es öffnen sich die Einstellungen. Dort können wir die Zeilen und die Spalten unabhängig voneinander ändern. Beim Gittertyp stelle ich auf Quadrat, um nur Zeilen zu setzen. Dann passen sich die Spalten mit an. Stellen wir mal als Beispiel auf 10 Zeilen. Das ist nun ziemlich fein. Da müsst ihr probieren, mit welcher Einstellung ihr besser zurechtkommt. Mir reichen 6 Zeilen für dieses Motiv. Ein weißes Raster ist bei einem Schwarz-Weiß-Bild nicht sehr praktisch. Also stellen wir die Rasterfarbe um. Wir können mit Rot, Grün und Blau genau die Farbe, die uns gefällt und gut raussticht, einstellen. Zieht einfach an dem Regler und die Knubbel färben sich nach der eingestellten Farbe. Hier ist mal ein Lila, mit weniger Blau wird es zu Orange. Jetzt mische ich mal ein Türkis. Und ein Gelb. Alle restlichen Farben lasse ich jetzt mal aus, weil sonst wird das ein ziemlich langes Video. Für meine Schwarz-Weiß-Vorlage nehme ich eigentlich immer Rot, also den ersten Regler ganz auf Anschlag und Grün und Blau komplett zurück. Mit A stellt ihr die Deckkraft ein. Hier könnt ihr ein sanfteres oder stärkeres Rot anzeigen. Darunter gibt es dann noch die Breite der Linie. Diese Einstellung passt mir. Ihr könnt euch das gleich als Vorlage einspeichern, da müsst ihr es nicht immer wieder neu einstellen und könnt verschiedene Einstellungen machen für ja schwarz-weiß und dann wieder andersfarbige Bilder und so weiter. Nun haben wir das Raster auf unserem Motiv und können starten. Ich zeige euch aber noch einen Trick, damit ihr das Raster nicht selbst ausmessen müsst und eure Skizze später ganz einfach kontrollieren könnt. Also machen wir ein Bildschirmfoto. Bei meinem iPad geht es mit dem gleichzeitigen Drücken der Ausschalttaste und der Lautstärke nach oben Taste. Ich gehe nun auf den Homescreen und öffne Pages. Das ist ein Textverarbeitungsprogramm und ist kostenlos auf jedem iPad, iPhone oder Mac-Computer installiert. Ich wähle Querformat und füge den Screenshot über das Plus ein. Mit doppeltem Antippen können wir die Maske auf das Raster anpassen. Danach vergröße ich das Bild so groß, wie ich es später auf meinem Blatt zeichnen möchte. Wenn das Blatt beim Großziehen auf mehrere Seiten springt, müsst ihr bei Anordnung den Textfluss auf Ohne stellen. Die Größe passt mir. Bei Stiel stelle ich die Deckkraft auf 40%. Das spart mir Druckerfarbe. Umbenennen nicht vergessen. Und fertig. Ich drucke mir das nun aus und dann kann ich das Raster einfach übernehmen. Das iPad lege ich nun auf die Seite, weil wir haben ja nun unseren Ausdruck mit dem Raster. Mit der Schere schneide ich das Bild aus. Dann nehme ich ein Blatt aus meinem Zeichenblock und fixiere es auf meiner Unterlage. Den Ausdruck positioniere ich und fixiere ihn mit 3 Tesastreifen an der Oberkante. Jetzt übernehme ich das Raster. Verwende dazu einen F-Bleistift und drücke nur leicht auf, dann könnt ihr später alles gut radieren. Mit einem Lineal verbinde ich dann die Punkte. Schon haben wir das Raster ohne Ausmessen und Abzählen passend für unsere Papiergröße. Ich kann nun starten, die Konturen meines Motivs Kästchen für Kästchen einzuzeichnen.
Wenn ihr euch unsicher seid, dann vergleicht mit der Vorlage. Es ist leichter, erst die Außenkontur zu zeichnen und dann das Innere, wie Falten, Augen und so weiter. Davon mache ich mir nun ein Foto. Für die Kontrolle, die genauso am iPad wie auch am Computer gemacht werden kann. Wir sind nun wieder am iPad und das Foto habe ich in das Pages-Dokument eingefügt. Mit Doppelklick oder Doppeltippen maskieren wir unser Bild, dass das Raster an der Kante ist. Leg nun das Foto auf das erste Kästchen und ziehe es zurecht. Mit dem Pinsel könnt ihr nun genau die Größe und die Position einstellen. Ich richte nun die Größe und die Position genau auf das Raster meiner Vorlage ein. Nun schalte ich auf Stil und kann mit der Deckkraft die Skizze schwächer oder stärker einblenden. So sehe ich jede Abweichung und kann mich super orientieren. Das ist sehr hilfreich. Zoomen wir mal ran. Das Horn geht etwas mehr nach oben, die Schnauze etwas nach unten. Das Auge habe ich zu weit hochgesetzt. Gut, dass ich diese Kontrolle mache. Die Stirn muss weiter nach vorn. Und die Beine zeichne ich auch nochmal nach. Nun kenne ich meine Problemstellen und kann alles verbessern. Zurück auf dem Zeichenpapier arbeite ich alles ein, damit das Motiv noch realer wirkt. Die passenden Proportionen und die richtige Position sind essentiell wichtig, damit eine Zeichnung stimmig aussieht. Nehmt euch dafür Zeit, es lohnt sich. Ich zeichne nun auch ein paar Falten ein, weil ich mich an dem Raster gut orientieren kann. Die Skizze ist nun fertig und nun kannst du mit deinem Motiv loslegen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und weitergeholfen. Abonniert bitte den Kanal und gebt mir einen Daumen nach oben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Im nächsten Video könnt ihr sehen, wie das Nashorn detailliert wird. Klickt es doch gleich an. Ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal. Ciao!